Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen beim, da ist schon die Stimme weg, Bausimulator 2015. So, ich hoffe, Moment, mal kurz wieder reinkommen, der war da. Ich habe mir die Steuerung ein bisschen umgestellt und ich muss mal gucken, ob das hinhaut. Also jetzt nur eigentlich wegen den Kameraansichten. Okay, gute Arbeit. Willst du weiter baggern? Nö. Weil wir wollen das Tutorial schnell durchbekommen, ne? Ich mache mal die Schaufel nämlich noch raus hier. Und die kippen wir eben auch noch aus. Sollte man vielleicht ein bisschen weiter unten machen. So, der Nachteil, was ich jetzt gemacht habe, das haut so nicht hin wegen dem Laufen jetzt, ne? Verdammt, das geht so nicht. Schade. Schade, schade. Also man kann die Steuerung wirklich ganz leicht umstellen. Ich habe nur noch keine optimale Einstellung gefunden jetzt dafür. Also es geht eigentlich mehr darum, also bei mir jetzt, ne, dass ich hätte ganz gerne die Kamerasteuerung ein bisschen anders. Aber ja. Ich hoffe, er hat jetzt hier nichts geändert. Nee. Puff hat nämlich übrigens ausgewogen genommen. Da gibt es so eine, ja, noch Arcade und Simulation. Und das hier ist wohl so eine Mischung zwischen beiden. So, ich habe jetzt die Kamera schon wieder geändert. Und ich glaube, das macht auch Sinn erstmal wieder. Was macht der LKW jetzt da? Okay. Das ist vom gespeicherten Game. Da hat er irgendwie dann das Ding dahingestellt. Aber egal. Wie geht's weiter? Das hast du prima hinbekommen. Sieht gut aus. Als nächstes brauchen wir die Wasserrohre. Ich denke, eine Palette sollte reichen. Wo bekomme ich die? Okay, wir sollen zum Baustoffhändler fahren. Das grüße ich mal ab. Am Ortsausgang. Okay. Abwasserrohre. Kann man es merken. Springt er dafür vor den Luft, weil er 750 was auch immer bekommen und 30 XP. Okay. Ja, das hier ist übrigens ja, ist ja unser Chef eigentlich und wir sind ja noch, ja, quasi Azubi. Bevor wir hier unsere eigene Firma dann übernehmen. Gut, wir stellen mal den Anhänger ab. Okay. Lass mal die Stützfüße einfahren. Das war der und der. Also ich spiele mit dem Xbox-Controller. Das ist, glaube ich, um reinzukommen, ist es ein bisschen schwieriger als jetzt mit, als wie mit Tastatur. Aber ich würde auch behaupten, es macht dann aber auch mehr Spaß. So, warte mal, wo stellen wir den mal hin, da hinten? Ja, und die Spiegel, die sind noch so ein bisschen ruckelig. Aber vielleicht kommt da ja noch was im Patch. So, jetzt müssen wir die Stütze wieder ausfahren. Schön kurbeln. Okay. Und jetzt das Ganze abhängen. Ja, also so die Grafik gefällt mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Geblinke können wir mal ausmachen. So, mit der Steuerung so komme ich auf jeden Fall besser klar. Und man sieht auch, das Navi ist schön aktiv, ne? Also wenn ich da, könnte ich auch rumlenken und gucken, was ist Blödsinn. Nee. Also mit der, nee, drücken war das, ne? Das gefällt mir auch nicht hier. Das kann ich jetzt nicht zurück. Ich kann zwar langsamer jetzt so zu, nee, ich kann gar nicht so langsam, das ist nicht so einfach. Naja, dafür guckt er halt schnell wieder geradeaus. Aber das wäre auch wünschenswert, dass man das einstellen könnte, aber es ist vielleicht auch gewöhnlich, was mir jetzt irgendwie. Nee. Wartet mal.
Ich glaube, es gefällt mir besser. Der Baustoffhandel. Okay. Da bist du hier. Stell den Pritschenwagen irgendwo ab. Sprich mit dem Bauarbeiter vor der Tür. Oder Baumarktleiter vielleicht. Die Bauarbeiter. Den können hier immer stehen bleiben. Und die Animation von dem Typen selber finde ich echt cool gemacht. Man kann sich auch rein und raus zoomen. So. Baustoffhändler. Okay, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 50.000. Und wir brauchen Rohre, hat er gesagt. Und hier. Einmal, ne? Okay. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch einen Gabelstapler mieten, um die Palette aufzuladen. Sprich nochmal mit dem. Okay. Ich dachte, die laden das so auf. Achso, hier kann ich nochmal gucken, welche Aufgabe wir aktuell jetzt dann haben. Aber ich frage jetzt nochmal nach dem Gabelstapler. Achso, kriege ich kostenlos. Naja, immerhin. Gut, da hinten steht die Palette und das ist auch der Gabelstapler. Da fahre ich den LKW mal rüber. So. Am besten direkt gegenüber. Bordwände auf. Wie der Typ sich immer umguckt, finde ich auch cool. Mal gucken, ob wie die Steuerung ist. Ah ja, gut, okay, krieg ich hin. Den Winkel schafft er jetzt hier, oder? Bin ich jetzt voll? Also geht's so. Eine andere Kamera. Ah, perfekt. Es kennt noch so ein bisschen aus, ich habe das iOS-Spiel, das habe ich auch gemacht. Also diese App, ne? Da ist das ja von den Ansichten her schon mal ähnlich. Und ich denke, jetzt können wir auch wieder reingehen. Wieso geht da? Nee. Zurück. Ladung gesichert, super. Mach hier die Maus weg. Das Ganze ein bisschen höher. Ich überlege schon, ob man diese aktive Steuerung, ne, dass er mal so nach links und nach rechts guckt, das kann man auch ausstellen. Auch in den Optionen, das ist dann hier diese, das ist dann, ne, wartet mal, die hier müsste das sein. Machen wir mal inaktiv. Genau, dann glotzt du nicht dauernd hin und her. Was aber dann auch seine Vorteile haben kann, wenn er es tut. Ach, guck mal, jetzt war ich schon zu dicht dran. Okay. Der Gabelstapler ist wirklich von innen. Leiser. Also sicherlich hier auch ein bisschen Übungssache. Wahrscheinlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, rauscht man mit dem Ding nur noch hin und her. So, wir beeilen uns, damit wir keinen Ärger vom Chef bekommen. So, bring die Palette zur Baustelle. Hast du die Ladung gesichert? Nö. Lehrling halt, ne? Ich wollte nicht aussteigen. So.
Und hier hätte ich jetzt gerne wieder die andere Kameraansicht. Also dass man irgendwie, ja, weiß nicht, vielleicht kann man sich das ja auch irgendwie auf eine Schnelltaste legen, dass man dann die verschiedenen Ansichten hat. So, Navi schon eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das mit Lenkrad spielen kann. Ja, auch nochmal ein Versuch wert, aber ja, mit Lenkrad und Joystick werden, ne? Vielleicht. So, wie soll das Ding jetzt irgendwo abstellen? Ich denke mal, wir machen die Klappen schon mal auf. Das kannst du ja bestimmt auch abladen. Achso. Ja, machen wir gleich mal los. Chef, denk mit. Hat ja super geklappt. Jetzt müssen wir noch abladen. Mit der Hand zum Abladen ein bisschen schwer. Keine Angst. Achso. Ja, wir sollen den Bagger nehmen und damit abladen. Jetzt so einen Haken irgendwie am Löffel und jo. So. Also ich habe noch schon den LKW gleich demoliert. Nein, weißt du. Ah, ich bin gut versichert. Jetzt muss mein Chef gesagt. Komm gerade nicht klar, wie er mal mit den Ansichten hin und her springt. So, aber ich soll die ja hier zwischen den Dingern abstellen. Müsste es ja auch nicht so gehen. Drehen wir das Ding mal. Okay. Dranhängen. Da müssen wir mal so rumdrehen. Und aufpassen, dass wir den Chef dabei nicht umhauen. Okay. Ja, perfekt, oder? Jetzt fallen lassen. Nein. Wir können noch ein bisschen knicken. Super, komm zu mir. Dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. Boah, haben wir 2600 wieder für bekommen. Nicht genügend Platz zum Aussteigen. Das ist schlecht. Jetzt mache ich gleich die Rohre kaputt. Ja, nu? Da ist doch Platz ohne Ende. Wir fahren noch ein Stück zurück. So. Lief doch prima. Die Rohre sind abgeladen. Die Jungs können jetzt hier weitermachen. Achso, das ist gar nicht meine Aufgabe dann. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Filmgelände bringe, wäre gut, wenn du in der Zwischenzeit den Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Aber dafür brauche ich den grünen Abschlepper, oder? Ja, steht bei der Firma. Wenn du keine Lust hast, drüber zu laufen, kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Wenn hast du den Knopf im LKW oben links und wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Okay, wird gemacht. Wenn du kurz hier mal abgegeben hast, dann treffen wir uns auf dem Filmgelände. Also dann mal los. Bis gleich. Was ist denn der Schuttcontainer? Ich sehe gar keinen. Auf jeden Fall nehmen wir das Taxi.
Gut, dann fahren wir mal zur Baustelle. Ja, doof, ich weiß, mit der Einstellerei, aber ich hätte jetzt doch lieber wieder die andere Ansicht. Langsam. Adaptive Innenraumansicht. So heißt das. So, und jetzt guckt er auch wieder hier mit zur Seite, ne? Okay. Wieso soll ich denn jetzt da rumfahren? Das ist doch Blödsinn. Weiß ich nicht. Achso, dann haben sie schon dahingestellt. So. Sofort die richtigen Tasten. Okay. Das ist unser Absetzkipper. Und wie es weitergeht, YouTube, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Bausimulator 2015. Also mit der Steuerung in der ersten Folge nochmal sorry. In der zweiten ging es ja schon ein bisschen besser. Jetzt habe ich es so langsam raus, muss halt noch ab und zu mal ins Menü. Aber ich denke, jetzt haben wir dann so die Einstellung für uns gefunden. Mir gefällt es ganz gut, nur die Steuerung von der Kamera, die ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Also mit einer Maus geht es natürlich wesentlich besser, aber wenn ihr jetzt einen Xbox-Controller in der Hand habt, ist das was anderes. Weil ich muss dann immer den einen Stick runterdrücken und mit dem anderen dann mich drehen. Ne? Aber Gewöhnungssache. Dafür ist da sehr viel an Steuerung drauf und ich bin gespannt, wie es weitergeht. YouTube, macht's gut!